habe jetzt weitergearbeitet. Ich habe jetzt den Macerator gemacht. Und jetzt habe ich hier noch eine Sache schon fast fertig. Und zwar den Turning Table. Advanced Alloy habe ich jetzt auch schon gemacht. Für die Pistolen. Und das war wohl... War das kein Strom? Ja, ich weiß nicht, was das jetzt ist. Aber... Was ist das? Moment, Moment. Nach langen Analysen weiß ich jetzt endlich, was das Ding braucht. Das braucht keinen Strom. Das braucht kinetische Energie. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einen Kinetik-Generator. Und weil ich, dann nehme ich mal das billigste. Ich glaube, der manuelle ist der billigste. Ja. Einfach ein Schalter und Machine Casing. Das mache ich eben kurz. So, da ist das gute Ding. Da muss ich jetzt einfach so ein Turning Table nebenstellen. Und wenn ich hier dann so rechts klicke, lädt sich das hier auf. So, und jetzt brauche ich die hier überhaupt nicht. Das Stahl war schon richtig. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt wieder umwandeln kann. Ja, kann ich. Zum Glück. Das heißt, ich habe nichts verschwendet. Ich habe was verschwendet, weil hier fehlt eins. Na gut, dann habe ich ein Eisen verschwendet. Nehme ich mir einfach mal ein neues und plätte das. Und zwar nicht nur das Eisen, sondern auch das Stahl, denn man braucht beides. Das Stahl muss ich sogar zweimal plätten. Und dann brauche ich noch Was brauche ich? Genau das hier. Das heißt, ich brauche noch... Warte, ich habe, glaube ich, noch das Eisen. Ah, nein. Mist, jetzt muss ich noch ein Eisen da reinhauen. Und dasselbe damit anstellen. Kann ich schon mal die restlichen beiden Eisen nehmen. So. Und das ist fertig. Die schmeiße ich jetzt beide rein. Hier sind übrigens ziemlich viele Bienen. Ja, und da ist es schon. Das brauche ich. So. Da ist das blanke Stück. Das kann weg. Genau, das kommt jetzt da rein. Und dieses... Genau. Daraus kann ich jetzt nämlich so einen komischen Stab machen. Genau, den Leffing Tool. Den kann ich da auch reinlegen. Und wenn ich das jetzt so mache, dann kann ich das hier auch fertig machen. Nun muss ich jetzt die bestimmte Kombination herausfinden. Bei den Laser-Teil da war das 4, 3, 2, 2, 2. Das heißt, ich muss das wieder powern. 4, wieder powern. 4, ja, wieder powern. Noch mehr powern. Und der Rest jetzt nur noch 2. Ja, immer schön rechtsklicken. Das hilft nämlich. Okay, nicht verklicken, sonst muss ich alles wieder von vorne machen. So, und das ist die Hände, genau. Das haben wir gebraucht. Das kann ich, achso, das müssen wir nochmal machen. Zum Glück habe ich das jetzt nicht weggeschmissen. Also, so grau. Man gar nicht. Dann können wir das direkt nochmal machen. Und zwar für... Ja, ich will ja direkt 2 machen. Ich guck mal, ob das was bringt, wenn ich hier länger drauf halte. Oh, vielleicht muss ich auch nicht so lange drauf drücken. Ja, hilft wirklich. Aber nicht sehr viel. Das heißt, ja. Weil die Energie geht ja auch schnell verloren. Ist eben nur das billigste Ding. Muss dann eben hart arbeiten. So, das ist es schon. Jetzt haben wir 2 Handles. Können wir beide hier reinklatschen. Dann fehlt uns für den Laser nur noch ganz viele Diamanten. Und Advanced Alloy. Das sieht ja ganz easy aus, ne? Mm.
Ja, gut. Ist jetzt nicht so heftig. Oh Gott. Oh nein. Nein. Wir brauchen das da und dafür brauchen wir... Oder? Brauchen wir? Nee, brauchen wir nicht. Gut. Och, ich dachte schon, wir müssen jetzt den Alloy-Smelter oder so craften, weil der ist extrem langsam. Aber zum Glück können wir das auch alles in der Smeltery hier drin machen. Die ist natürlich schön. Ja, gut. Dann mache ich das jetzt mal. Dieses hier. Und dann, ja. Das hier ist übrigens immer noch nicht fertig. Das braucht wohl ein bisschen länger. Naja, 50 Millionen Energie braucht das ja auch. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Das sollte gleich... Ja, genau das rauskommen. Perfekt. So, ich glaube, 2 von den Ingots sollten reichen, um das zu bekommen, was ich brauche. Ist noch Eisen drin. So, 2 Stück. Daraus mache ich die Ingots. Ja. Das hier ist ja jetzt auch schon fertig. Das kann ich auch gleich mitnehmen. So, ich brauche, glaube ich, nur 16. So, und der Rest. Wo ist es? Wie mache ich die Dinger? Moment. Ich muss am Crafting Table natürlich sein. So und so und plopp. Ja, 4 Dinger, genau. Perfekt. Und die kann ich jetzt hier einsetzen. Hier sind die Advanced Dinger. Kann ich dann hier einsetzen. Das weg, das weg. So, ja. Hier ist ein Mining Laser. Und hier ist der zweite. Nice. Endlich. Die könnte ich theoretisch sogar benutzen. Will ich aber eigentlich nicht. Das hier ist übrigens immer noch nicht fertig. Die hier kann ich, also das eine wollte ich ja für die Ender Quarry haben. Haben wir schon mal 3 Komponenten. Und das andere wollte ich für die Zentrifuge haben, damit wir ein besseres Jetpack bekommen. Ja, perfekt. Für das Advanced Machine Casing habe ich auch noch 2 Advanced Alloy extra dazu gemacht. Da brauchen wir jetzt nur noch Carbonplatten, 2 Stück. Dafür brauchen wir 2 von denen, dafür brauchen wir 4 von denen, dafür brauchen wir 8 von denen. Ich habe nicht mitgerechnet, Moment. Das können wir besser. Also, 2 von denen, ne? Das heißt, wir brauchen 2 von denen. Das heißt, wir brauchen 4 von denen. Das heißt, wir brauchen 8 von denen. Also, achso. Moment. Moment, 16. Genau, 16 Kohle. Das heißt, wir pulverisieren jetzt 16 Kohle. Hurra. Hier drin. Das habe ich gerade umgestellt, damit ich das da rausbekomme. Damit ich keinen Fluid Composer oder wie das Ding auch heißt, brauche. Das ist echt extrem langsam. Ich weiß aber echt nicht, ob ich auch das andere Teil benutzen kann. Was mache ich hier schon wieder? So, hier steht... Ja, genau. Ah, es geht beides. Okay, dann kann ich das wirklich hier auch reinmachen. Nämlich viel schneller. Kann ich hier noch ein, 2 nehmen. Ja, perfekt. Hier kriege ich sogar ein Nebenprodukt aus Sulfur. Brauche ich auch für einige Rezepte. Ja, das ist langsam. Das ist ja viel schneller. Viel schneller, Alter. Na egal. Ist das schon... Nee. Ein spannendes Rennen. Wer wird gewinnen? So, das nehme ich. Ja, das ist schon fertig. Perfekt, es hat gewonnen. Und hieraus kommt jetzt das letzte Kohldust. Ja, das sind natürlich verschiedene, gleich aber nicht mehr. Wenn ich die vercrafte. So, und so. Da sind die und da sind die. Und die stecke ich jetzt hier in den Kompressor. Dann haben wir schon 2 von denen. Dann mache ich jetzt den Rest und dann haben wir schon die komische Dings. Und dann können wir einen besseren Jetpack machen.
Denn der hier geht mir echt auf die Nerven. Hurra! So, hier ist die letzte Zutat für mein Thermalzentrifuge. Jetzt muss ich das hier noch umkreisen. So, jetzt habe ich 4 Coils und daraus kann ich dann Motor machen. Und mit dem Motor kann ich dann das hier machen. Nicht? Dann fehlt mir wohl noch was. Eigentlich müsste es passen. Und ja. Perfekt. Jetzt klatsche ich dann dahin. Jetzt können wir auch endlich einen besseren Jetpack machen. Wir brauchen jetzt nur noch so komische Crush Uranium. Okay. Und dann kriegen wir das heraus. Und das brauchen wir auch, oder? Ja, genau. Perfekt. Und wie man das bekommt? In einfach Uranium zermaceraten. Geht nur das. Gut, ich weiß nicht, ob ich Uranium von der Sorte habe. Ja, habe ich. Geht das einfach jetzt maceraten, oder? So war das doch. Okay, dann macerate ich das mal fleißig. Ich mache, glaube ich, erstmal 1. Aber wie viel da kommt da raus? Da kommen 2 raus, genau. Aus dem 2 kommen dann 4 Uranium-Bälle. Okay, das heißt, oh Gott. Muss ich hier noch was anderes außer... Muss ich Hitze auch noch produzieren? Ich hoffe nicht. Ah ne, muss ich nicht. Gut, ich dachte schon, ich brauche noch eine extra Maschine, um Heat zu erzeugen. Das wäre auch schon ziemlich dumm. So. Wie viel Hitze braucht das denn? Braucht 3000. Das heißt, es muss fast voll sein. Ah, gut. Kann man daraus noch irgendwas anderes machen? Die Ingots. Aber die brauchen wir nicht. Perfekt. Schon fast so weit. Mit fast meinte ich überhaupt nicht. Na gut, dann lasse ich das jetzt mal köcheln. Das Uranium ist fertig. Oh, oh Gott, nein, nein. Oh Gott, shit. Hab wohl vergessen, dass das radioaktiv ist. Oh. Naja. Macht wohl keinen Schaden. Na hoppsa. Oh, das wird immer... Okay, da muss ich das schnell craften. Schnell reinlegen. Ja. Ist ja nervig. Alter. Auf jeden Fall, die anderen Sachen hatte ich ja noch hier in der Kiste vom vorherigen Versuch. Und da, oh Gott, jetzt muss ich das wieder nehmen. Schmeiß ich am besten einfach so raus. Ich finde das irgendwie lustig mit der Radioaktivität. Jetzt ist angesagt. So, das war ja easy. Langsam nervt es aber auch. So, irgendwo muss ich auch die anderen Sachen haben. Ich weiß nicht, ob ich die schon... Ah, da ist das eine schon mal. Wo ist mein Invar? Invar habe ich, glaube ich, alles... Ah, ne, hier ist es. So, Invar muss hier lang. Jetzt brauche ich nur noch die Thruster. Dafür brauche ich... Ja, einen Reception Coil habe ich, glaube ich, geklaut. Und die Hardened Flux Ducts... Ah, die habe ich auch schon... benutzt für andere Sachen. Das heißt, ich brauche wohl dann, ich muss wohl noch mehr Fluxducts craften. Wie gingen die denn nochmal? Ich glaube, die waren nicht so schwer. 2 Stahl, Da muss ich wieder mein wertvolles Stahl benutzen. Ah, na gut. Aber sonst,
Och nee, da brauche ich mehr Redstone-Chipsets. Na gut, dann mache ich das eben.